Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Char Krieger Teil 18. Wir haben einige interessante Sachen vor, nur vorher müssen wir in Löwenstein bei einem Treffen mitmachen, denn wir haben den Plan, dass wir alle Orden zusammenfügen und zusammen gegen die Drachen kämpfen. Endlich mal! Es wurde Zeit. Schon von Anfang an habe ich gesagt, wir müssen alle zusammen irgendwie in ein Boot kriegen und zusammen kämpfen. So. I see Gix stumbled out of his library, and the Preceptor crawled out of her hole. I see you're not letting rationality get in the way of your ignorance, Almora. How predictable. Who are you calling ignorant, you twitchy little bookworm? Wonderful. I see we're off to a running start. The Order of Whispers needs allies, not infants. Enough bickering, all of you. Our real enemy lurks across the waves. Zaitan's servants march at the gates of Lion's Arch. We must band together, or we will all be destroyed. When I joined my order, I swore to fight Zaitan. I will die for Tyria if I must. However, I believe that together we can win. The Vigil has shown tremendous courage in the fight against the dragons. This alliance will require courage as well. Why back down now? The Order of Whispers has seen nations rise and fall. You cannot hide from this threat. You need to make a stand. And who knows more about the dragons than the Priory? Just think of how much there is to learn. Where else but in Orr? By the worlds of eternal alchemy, you're bold. But you're correct. Knowledge is useless if it is not used. We shall aid you. The Order of Whispers has worked for generations to bring nations together. We can do no less now. Our blades are yours. The Vigil fears nothing, not even ill-tempered, undisciplined louts like these two. We'll join, but I insist there's a decent hierarchy. Who will lead this compact? Logic dictates that it cannot be a member of any of our orders, lest one be seen as above the other two. Quite a conundrum. I've already considered that. Traherne, you've never joined an order, yet they all respect you. You've studied Orr all your life. Will you lead us? I never wanted to be a soldier. I'm only a seeker of truth. But, yes, I will lead this pack to the gates of Arrah. And together, we will see Zaitan destroyed. First, to Claw Island. Let us send our defiant message straight into the heart of Orr. Tyria stands as one. All my life, I've watched Orr, studied it, researched the abominations that Zaitan spawns. Perhaps I have avoided the challenge of my wild hunt. I hid, always claiming I was not yet ready. I did not think Orr could be cleansed. I did not fear death. I feared failure. But you're right, my friend. I must lay down the pen and take up the sword. In the end, it's better to fight and lose than never to fight at all. Sehr schön gesagt, Herrn. So, jetzt werde ich mich hier mal durchklicken und ihr könnt euch anschauen, was sie noch zu sagen haben zusätzlich. Das Interessante ist, dass unser Charakter weiß, welche Knöpfe man drücken muss, um die ganzen Mitglieder hier zusammenzuführen. Und das zeugt auch davon, dass unser Char nicht nur stark und mutig ist, sondern auch sehr intelligent. Sehr schön. Jedenfalls, wir werden uns hier noch anschauen, was sie uns sagen wollen, was deren Taktik ist, und wir werden uns dann auf den Weg machen, zurückzuschlagen. Wir werden Claw Island wieder einnehmen. Denn wie ihr euch sicherlich bewusst seid, das war auch bei den Highlights zu sehen, haben wir Forgal dort verloren. Und wir wollen ihn rächen. Und wir wollen Claw Island wieder einnehmen. Er hat sich geopfert, damit wir wegkommen konnten. Und jetzt sind wir stark genug, haben genug Power quasi hinter uns. Und Macht, die uns da weiterbringt und wir hoffentlich dann diese blöde Insel einnehmen können. Und anscheinend kennen die Leute auch uns und wir sind einigermaßen berühmt, könnte man sagen. Aber ja,
Viel gibt es uns nicht dazu zu sagen. Ich werde es aber trotzdem schön auslaufen lassen. Das Schöne ist, wir haben uns vor allem ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Support, ein bisschen mehr Unterstützung in Sachen Char-Mitglieder geholt, indem wir die zwei Chars damals auch noch an Bord geholt haben. Das war auch in einer der stummen Episoden zu sehen. Deswegen, wenn ihr die Episoden verpasst habt, schaut sie euch komplett an. Ein Tipp von mir, dadurch, dass sie tonlos sind und ich keinen Kommentar dazu getan habe, nehmt einfach eure Lieblingslieder, haut die in eine Playlist oder so rein oder hört euch einen Podcast an und schaut euch dann die Videos an. Das ist auf jeden Fall viel besser, als wenn ich dann irgendwie im Stummen da meinen Kommentar dazugegeben hätte. Vielleicht wird es euch gefallen, wenn nicht. Wenn ihr sie finden wollt, dann geht einfach auf das Highlight-Video von Char Krieger 13 bis 16. Da sollten die Links drin sein in der Beschreibung. Oder ihr geht einfach dann auf meinen zweiten Kanal und sucht dort danach. Wäre auch eine Alternative. Das sind die zwei Char, von denen ich gesprochen habe. Die sind dann dabei und helfen uns, dann die Insel einzunehmen mit Technik. Mit einem Geschützturm, der recht cool ist und effektiv. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte damals keine Ahnung, wie ich das Ding benutzen soll, von daher, ja. Man sieht hier deren Zweierdynamik, die sprechen immer noch von einem anderen und das in einem komischen Ton, aber man versteht die Unternachricht. Sie mögen einander. Sie mögen einander. Und das finde ich irgendwie so zuckersüß. Aber gut. Meine Meinung. Die Blutlegion und die Aschenlegion, wir sind auch das aus der Blutlegion. Wenn wir in der Eisenlegion wären, dann wird das eine noch interessantere Allianz. Aber gut. Raus mit uns da und zurück dann auf die Insel und wir werden sie dann zurückerobern. Wir müssen's. Für die Freiheit. For Freedom. Oder so wie im Braveheart. Hier sind wir in einem Boot. Das finde ich auch so stylisch gemacht, dass wir im Boot drin sind. Man hört auch die Kriegsschreie. Und wir sollen nach vorne kommen, wir werden hingewunken. Wir gucken mal, wer da alles ist. Das sind wirklich alle drei Fraktionen da. Oder Orden. So, was will Snarl? Er will, dass wir weiterkommen und dass seine Partnerin da die ganze Zeit wie ein kleines Kätzchen am Rumweinen ist und rummeckern. Und wir haben nachgefragt, wo die Teile sind und naja, das ist eigentlich eine Waffe. Er wird uns auch sagen, dass die Waffe ein bisschen begrenzt ist von der Anzahl an Schüssen und dem Ganzen und wir sind einfach viel zu dick für das Schiff, wir können uns kaum orientieren. Beauty truly is the first thing to die. Ah, but I'm a romantic. Forgive me. Romance is a waste of time, Preceptor. Keep your mind on the hunt. Funny. I thought I was. Ah, our company is complete. Now that we're assembled, we can begin the briefing. Dern ist ein Romantiker. Marshal Traherne, sir. I'm Ifut, liaison for the Vigil troops. The Lion Guard are clearing some road, but the inner courtyard gate is blocked. My Priory explorers brought a biomantic siege capacitor, Marshal. Our top mystics have been working on it for some time. It could be useful. I've heard of that device. Whisper's agent stole a copy of the blueprints, but we couldn't figure out your bizarre telemetry. There's a working prototype? Of course. Nothing's beyond the Priory's intelligence. Unfortunately, it's a portable model, so it lacks the power to blast through a fortified gate. What if we amplified this capacitor in some way? Clever. The signal towers use magical panels to increase brightness. If we reversed the panel's direction and adjusted the enchantment, we could amplify the beam. It's improvised off the cuff and madcap. But you know, it just might work. Still, there are far too many undead between here and the signal tower. Leave that part to me. The Vigil may not understand your boo-boo matic wheeze calculator, but we know plenty about killing undead. Then we have a plan. Commander Ifut, move out. Your Crusaders can guide the way. Ifut. Boo-boo. Ja. Traherne. Der
Heult auch die ganze Zeit nur rum. Get that priory device up to the signal tower and get it working. We need that barricade down. Is this what I think it is? How do they compress all those angles? Just plug it in. I'm on my way, Preceptor. Asura. Sehr unterhaltsam. So, wir führen dieses Paket da zu dem Turm, beziehungsweise wir führen auch diese Menge an Leuten an. Wir können jetzt halt nach diesem Geschützturm fragen und wir können auch Snarl ein bisschen motivieren. Auf unsere Art und Weise, der Berserker-Art. Ja, wir sehen, hier geht einiges ab, es gibt auch recht viele Gegner und deswegen ist auch diese Episode so lang. Weil einfach viel zu tun ist. Richtig viel zu tun. Agent Zod ist auch so ein kleiner, lustiger Kerl, finde ich zumindest. Und ja, die Untoten, die sind jetzt nicht wirklich so hart, aber es sind auch so viele. Ich habe das schon in der letzten Episode ein bisschen bemängelt, dass es jetzt nicht das Beste ist. Ich bin vor allem bei der persönlichen Geschichte wirklich an der Geschichte interessiert und nicht so viel und nicht so sehr ans Kämpfen. Das Kämpfen ist nett, sollte auch da ein bisschen vorhanden sein. Aber nicht zu viele Gegner. So, hier haben wir den Turm. Wobei eigentlich sieht das aus wie eine Chazooka. Wir können die einfach fallen lassen. Aber wir kriegen dann nicht wirklich eine neue, glaube ich. Von daher heben wir sie lieber auf und stellen sie dann irgendwo auf. Wobei momentan haben wir sie einfach mal fallen gelassen. Das Ding, das ist halt ein bisschen unhandlich, dadurch, dass wenn man es aufstellt, es einfach da bleibt und auf Gegner schießt. Und man es dann ordentlich halt wohin stellen soll. Ich bin einfach kein Fan von Geschütztürmen. Weswegen ich mich auch am Anfang nicht wirklich für den Ingenieur entschieden habe. Ich weiß da doch andere coole Playstyles. Nur ich hatte halt nur 5 Slots und die habe ich mit anderen Charakteren aufgefüllt. Ich soll sowieso auch wieder anfangen, ein bisschen mehr Guild Wars 2 zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Und auch ein bisschen mehr zu twinken. Das wäre recht interessant und witzig, aber ist jetzt fehlt einfach die Zeit, teilweise aber auch die Motivation fürs Twinken, weil ich bin nicht wirklich so der Twinker. Was ein Twink ist, das ist einfach ein anderer Charakter neben dem Hauptcharakter. So. Für die, die sich halt wundern, die sich nicht auskennen mit der normalen MMO-Sprache, die teilweise auch sehr stark aus dem Englischen kommt und ich benutze auch recht viel englische Wörter. Verzeiht mir. Falls ihr etwas nicht wissen solltet, falls ihr irgendwo Hilfestellungen braucht, dann schreibt das einfach in den Kommentaren. Wie immer. Ich erwähne es immer wieder, damit ihr nicht vergesst. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie auf. Ihr könnt auch das Video mittendrin pausieren. Wenn ich es trotzdem dann später irgendwie erkläre oder so, sondern es klar ist, dann ist es auch kein Problem. Niemand wird euch dafür irgendwie verurteilen. Zumindest ich nicht. Weil, wieso auch? Wir sind hier eine nette kleine Gemeinschaft. Und das soll doch so bleiben. Okay, jetzt sind wir hier fast schon oben. Ein kleiner Grub ist da, ein paar orianische Gegner. Die besiegen wir. Und dann sollte Zod sich... Warte, heißt er Zod? Ich hab den Namen jetzt vergessen. Heißt er wirklich Zod? Ja, er heißt Zod. Zod Sahnejoghurt. Das fällt mir jetzt auf. Oh mein Gott, ich bin so dämlich. Wieder, ja, dämlich. Bitte schreibt mir in den Kommentaren wieder mal, dass ich dämlich bin. Ich brauche das. Ich brauche meine wöchentliche Ration von Kommentaren, die sagen, ich bin dämlich. Jedenfalls, das ist ein Champion, den besiegen wir einfach und dann kommen weitere Gegner auf uns zu. Wellen von Gegnern, von Gegnern, von Gegnern. Die besiegen wir und dann geht's weiter. Wieso nicht ein bisschen Buff-Food einnehmen? Erstens, es schmeckt lecker. Zweitens, man kriegt ein bisschen mehr Experience, was auch immer praktisch ist. Auch beim Farmen ist es praktisch. Ihr solltet dann auch beim gestrigen, müsste es sein, Magic Find Video das auch gehört haben. Ach, diese Soundsituation gefällt mir auch überhaupt nicht. Es ist schön, wenn man den Charakter zum Beispiel links oder rechts hört, aber es ist irgendwie teilweise auch total doof, finde ich, wenn man sich umdreht und auf einmal den Charakter gar nicht hört. Zod sagt, dass der dieses Ding designt hat, ein totaler Idiot ist und dann denkt er so ein bisschen nach und meint, oh, das waren diese Gelehrten, dann sorry. Ich müsste wirklich einen Asura wieder spielen. Mein Necro wäre ein Asura.
Das sind irgendwie witzig. Weil sie sehr sarkastisch sind und sehr arrogant. Das gefällt mir teilweise. Denn hier und da bin ich das auch. Mehr oder weniger. Irgendwie, glaube ich. Schätze ich. Weiß nicht. Ja, komm schon, Zott. Sahnejoghurt. Schaff es. Ich weiß nicht, ob ich euch damit verschrecken würde, wenn ich das Lied von Zott Sahnejoghurt singen würde. Oder ob ich eher... Ja. One reconstellated configurer coming up. So, die Waffe mitnehmen. Was ich sagen wollte, ob ich euch eher damit verschrecken oder ermutigen würde, deswegen lasse ich es mal. Vielleicht, wenn wir bei 500 Subscribern wären, könnte ich mal sowas ähnliches singen, wenn ihr mich wieder daran erinnern würdet. Und es verlangen würdet. Snarl. Ja, seine Freundin, sag ich mal. We push the Orions inward and Traherne awaits you at the gate. The ramparts are swarmed. We'll need to clear them of undead if we plan to utilize the siege engines. The Lion Guard will stand vigilant. We're weary, but we're not defeated. Good luck. Danke für die Info. Ich werde seine Freundin einfach seine Freundin nennen und die ist momentan drin. Die Leute salutieren alle brav. Das ist schön. Das ist richtig schön. Und da ist Traherne. Mal schauen, was er zu sagen hat. Well done. We've secured the docks. What about the courtyard, Marshal? That big dragon thing will be on us the minute we charge in there. We need to retake the ramparts and deploy siege weapons. Then we can cover the sky while we clear the courtyard. I can help there. Priory alchemists have crafted special ammunition to weaken champions like that one. We can force that monster to the ground. Once you get it down, we'll get it dead. Put your trust in Vigil Steel. Sehr schön. Das ist unsere Taktik. Wir dürfen jetzt dann hier dieses Gebiet säubern. Was auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir können also den Geschützturm aufstellen. Aber bevor wir das eigentlich säubern, lassen wir das Ding einfach unten und werden auf die Mauer raufgehen. Ich glaube, dass wir jetzt zuerst die Geschütze sichern werden. Genau. Da müssen wir vorstellen, wir haben halt diese Superwaffe. Und da haben wir drei Positionen, von der aus die geschossen wird. Aber bevor wir das machen, müssen wir Traherne in die Mitte begleiten, damit er oben steht und Befehle geben kann. Toll. Deswegen mag ich eigentlich keine Anführer. Selber Anführer zu sein, ist auch irgendwie doof. Ich will mich selber irgendwie mehr als so ein Alexander der Große sehen, der selber in den Schlachten dabei war. Das ist cool. So müssten Anführer sein. Und nicht einfach nur daneben stehen und, ja, Eierschaukeln. Ha. Eierschaukeln. I'll coordinate and command from here. Go with Winnet and retake the siege points. Plague Dream must be brought down. Solche ätzende Untote, ja? Lass uns nicht mal in Ruhe hier. Aber gut. Hier habt ihr schon die erste Kanone, die wir dann sichern werden. Snarl. Ach, er ist so besorgt um Galina. Seine Freundin. Er hat eine Freundin. Gut. Sobald wir die besiegt haben, können wir das Gebiet einnehmen und dann sollte sie auch aufstehen. Das machen wir dreimal, das sind aber dann andere NPCs, die dort sind. Und dann heißt es Feuer auf dem blöden Drachen. Oder so ähnlich. Hier und da gibt es ein paar Veteranen, die uns das Leben versuchen schwerer zu machen. Und die Abkürzungen sind denen nicht immer das Beste und das Leichteste. Weil ich glaube, ich würde auf die Schnauze fallen in Kürze. Aber wie immer lasse ich das drinnen, damit ihr euch ergötzen könnt an so viel Fail. Denn Fail ist unterhaltsam. Genau, Galina. Und wir motivieren sie weiter.
Und sie ist unserer Meinung. Blutlegion for the win, ja? So, hier sind wir ein bisschen zu mutig und ziehen alles Mögliche zusammen hier. Und wir merken schnell, dass es weh tut. Ich weiß nicht, wieso die Gegner überhaupt da waren, wieso sie da stehen und wieso sie so stark sind. Beziehungsweise wieso sie alle auf mich losgehen. Ich hasse es. Außerdem mache ich jetzt was, was ich sonst nicht wirklich machen würde. Kann mir einer von euch genau erklären bei diesem Char 3 Skill, glaube ich, war das, wo man einfach aufsteht automatisch, bis wir dorthin laufen, kann ich das in Ruhe fragen. Was man genau machen muss, damit man nicht diesen Effekt hat, dass man einfach dann tot umfällt. Ich habe mir immer gedacht, man muss einen Gegner töten. Teilweise töte ich einen Gegner und dieser Debuff ist immer noch da und ich falle dann tot um. Teilweise töte ich mehrere Gegner und ich habe das immer noch da. Teilweise töte ich gar keinen Gegner und das Ding verschwindet. Und ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, ob das Ding buggy ist, ob das so beabsichtigt ist. Deswegen, wenn ihr das näher irgendwie untersucht habt und mehr wisst, dann erleuchtet mich. Ich höre gerne zu. Ich höre gerne andere Theorien zu solchen Sachen. Denn ich bin auch nicht der Allerklügste und der Allwissendste, obwohl ich hier und da das mal vielleicht ein bisschen raushängen lasse. Wenn ja, dann tut's mir leid. Wobei, vielleicht gefällt es euch. Keine Ahnung. Jedenfalls würde ich mich freuen über die Information. Wir haben uns entschlossen, jetzt doch die andere Seite zu machen, anstatt dort wieder hinzulaufen, weil... Wieso nicht? So, hier haben wir diese ätzenden Typen. Dieser Hylek. Die sind ätzend, meiner Meinung nach, weil sie einfach da stehen bleiben und Giftpfeile verschießen. Ich mag das nicht. Erinnert mich zu sehr an Diablo 3 und die Enttäuschung mit Diablo 3. Und ja, das ist eine Anspielung an die Giftpfeile, an die an die Angriffsgeschwindigkeit-Nerfs in Diablo 3. Mit einem Hexenmeister oder... Ja, Voodoo-Doktor. Hexendoktor dann. Ach, Hexenmeister. Zu viel MMOs, zu viele RPGs, ich bin total verwirrt. Jedenfalls, besiegen wir jetzt die zwei und holen dann diese komische Katze hoch. Oder besser gesagt Soldaten. Wie ihr gemerkt habt, Ridlock ist natürlich stets an unserer Seite, auch wenn nicht der richtige Ridlock da ist. Unser kleiner Mini-Ridlock ist da. Denn wir mögen Ridlock. Ich habe seit langem nicht mehr das betont. Wir mögen Ridlock. Normalerweise muss man, glaube ich, die Person nicht mal wiederbeleben, sondern sobald man diesen Kreis hier, dieses Katapult, gesichert hat und eingenommen hat, dann sollte die Person auch aufstehen. Okay, der macht das. Es ist ein Kombinationsangriff, weil ihr seht, die Katapulte sehen teilweise auch anders aus. Es sind Kanonen, es sind Katapulte, Trebuchets, glaube ich, auch. Und das ist eigentlich wirklich eine Kombination, wie ihr auch aus den Gesprächen hören konntet, von verschiedenen Waffen, um den Drachen dann runterzubringen. Denn fliegend können wir nicht wirklich viel ausrichten, um ehrlich zu sein. Ist fast schon wie, wenn man eine Fliege töten will. Wenn sie sich hinsetzt und sich ausruht, dann sollte man zuschlagen. In der Luft eine Fliege zu erwischen ist recht schwer. Aber es ist möglich. Aber sehr schwer. Und in Guild Wars 2 nutzt man das irgendwie nie. Es gibt auch in anderen MMOs, in WoW zum Beispiel Drachen, man hat die immer runtergeballert, damit die landen und am Boden dann besiegt. Was ein bisschen langweilig ist. Außer ein Drache, Maligos. Ja, in der Raid-Instanz. Auge der Ewigkeit, glaube ich, hieß es. Ah gut, genug von WoW, wir sind in Guild Wars 2. Wir haben jetzt diesen Grub noch zu killen und dann sollte es eigentlich passen. Wobei, bevor er schon gestorben ist, hätte es gepasst. Und Snarl, was macht Snarl? Macht ihn einen Blödsinn. Snarl, bitte, hör auf, komm. Ach, Hammerkerle. Wieso mussten die da hinziehen? Wir haben das Gebiet fast eingenommen gehabt und jetzt kommt auf einmal ein Veteran da vorbei. Als ob es nicht genug Gegner hier gäbe, ja? Genau, wir haben jetzt alle Belagerungswaffen aufgestellt und sie funktionieren. Jetzt müssen wir irgendwie nur noch mehr diesen mittleren Platz leeren. Und wenn wir das geschafft haben, dann soll's endlich soweit sein. Wir schießen den blöden Drachen ab und dann kämpfen wir gegen den.
Und ich habe auch nicht gewusst vorher, dass es wirklich so eine Situation gibt, wo man zum ersten Mal gegen einen Drachen kämpft. Das heißt, wenn ihr live, wie ihr unterwegs wart in der Welt, kein Drachen-Event bis jetzt gesehen habt, weil ihr zu niedrig wart oder einfach kein Glück hattet, dann kämpft ihr eigentlich gegen einen großen, fetten Drachen. Und viele alte MMORPGs sind vor allem in diese Richtung gegangen. Es muss Drachen geben, denn Rollenspieler lieben es, Drachen zu kämpfen. Also sie zu besiegen, besser gesagt. Oder gegen sie zu kämpfen. Wir nutzen ein paar mehr Wörter, damit die Sätze Sinn ergeben. Aber gut. Wir machen das jetzt langsam da mal und werden die dann besiegen. Ich weiß nicht, ob ihr unbedingt in der persönlichen Story Zeitraffer sehen wollt. Ich denke mal, Schnitte große werde ich eher vermeiden, denn hier und da gibt es interessante Dialoge. Im Zeitraffer könnte das auch einigermaßen passieren. Und es ist mehr Arbeit für mich. So ist es ein bisschen weniger Arbeit. Ich kann auch über irgendeinen anderen Blödsinn reden, die Zeit einigermaßen nutzen. Was vor allem für eine Person wie mich, die viel redet, die lang redet, die nicht wirklich sich kurz fassen kann, ein Segen ist. Wobei ab einer bestimmten Länge, so über 40 Minuten, wird es auch für mich ein bisschen anstrengend. Vor allem, wenn ich keine Pausen habe, sondern durchgehend durchreden muss. Und am Tag, je nachdem, was das für ein Tag ist, ob das ein freier Tag ist, ein Tag mit Videoproduktion oder ein Tag, wo ich halt auf der Arbeit bin, überall rede ich eigentlich viel, weil das irgendwie von diesen zwei Arbeiten, die ich mache, ja, die Voraussetzung ist. Ich muss reden. Ich kann nicht einfach stumm da sitzen und irgendwas machen. Teilweise genieße ich deswegen dann die Zeit alleine. Wait for the dragon to come around, then make a coordinated strike. On my order, wait for it. Fire! Stay out of its reach. It's calling for the dead to rise. Sehr schön. Das ist episch, um ehrlich zu sein. Ich habe das sehr episch gefunden. Aber ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja. Watch out for the Plaguebringer's poisonous breath. Hier seht ihr das Ganze noch, das sieht so cool aus. Wir werden hier und da mal weggefiert, also kriegen Angst und laufen weg. Und sonst kann da nur ein paar andere Sachen. Er hat diese Orion Fish Turrets. Die sollte man besiegen, denn die sind auch total ätzend, die ziehen einen ran. Dann hat er diese Gifteffekte am Boden. Da sollte man rausgehen, wie Trahern das auch schreit, dann lässt er auch kleine Grubs spawnen, die sollte man töten. Und das war es eigentlich. Also kann so ziemlich 3-4 Sachen, wenn man das 4 mitzählt. Und mehr kann er nicht. Das ist alles. Wenn man das so runterzählt und aufspaltet, dann ist es nicht so episch. Und davor war es schon epischer. Und interessanter, schöner, besser, keine Ahnung. Watch out for the Plaguebringer's poisonous breath. Danke, Trahern. Er ist sowas wie unser Raid-Mod in, ja, in einem Spiel wie zum Beispiel WoW. Er sagt uns, wenn was passiert. Er ist unser Big Wigs, unser Deadly Boss Mods. Deadly Boss Mods seit langem nicht mehr benutzt oder gesehen. Aber gut, wir haben sowieso nicht wirklich Zeit, mehrere MMOs zu spielen, um ehrlich zu sein. Und Guild Wars 2 mögt ihr eher, spielt ihr eher. Von daher spiele ich das eher. Hier habt ihr diese Geschütztürme, besser gesagt. Die ziehen einfach einen dann die ganze Zeit. Ihr seht das reingezogen und dann müsst gleich wieder ein Impuls kommen. Also alle 2 Sekunden kommt so ein blöder Impuls. Dann habt ihr dieses Gift, das einen auch verlangsamt. Es wird recht hektisch. Man hat einiges zu tun. Watch out for the Plaguebringer's poisonous breath. Nur diese ganzen Erinnerungen von Trahern sind ein bisschen langweilig. Es gibt kaum Varietät. Und das mag ich nicht.
Das ist fast schon wie bei bestimmten Raid-Bossen immer wieder der gleiche Text. Wieso nicht ein bisschen mehr Abwechslung? Dankeschön. Die ganzen NPCs, die sagen hier und da auch mal was. Aber ich kann es verstehen, Audioaufnahmen sind nicht wirklich easy, sind auch recht teuer und es gibt auch recht viele Audio-Lines. Trotzdem könnte man es ein bisschen besser machen, wenn es da mehr gäbe. Die Grubs sind praktisch, ihr könnt hier und da mal einen Grub vielleicht am Leben lassen, dass falls ihr umfallt, ihn einfach tötet. Wir sehen können, wir können damit easy aufstehen. Sonst würden wir wahrscheinlich wieder irrsinnig lange laufen dürfen, damit wir von einem Checkpoint wieder hierher kommen. Und das wollen wir nicht. Ah. Der geht eigentlich down. Ciao. Hasta la vista, baby. We did it. We recaptured Claw Island. And in so doing, saved Lion's Arch as well. I do not know what lies ahead of us, my friend. But for the first time, I have hope. Hope that this alliance can save Tyria from the dragons. Hope for the future. Hope for Orr. So, jetzt sollen wir mit all diesen Kommandanten, sag ich mal, reden. Die Leute sind super happy, machen Vergleiche zwischen den zwei Orden, wie wer was ist, was üblich ist bei denen. Und sie lernen sich ein bisschen besser kennen, was gut ist. We defeated the plague breaker. Do you need assistance? What now? Are we really going to make an alliance? Your reputation precedes you. May the Six watch over you. Wow. Wirklich was sagen? Tut er nicht, sie salutieren nur alle. Wir könnten den ganzen Tag dastehen und alle salutieren. Was ist die Technik, die du da benutzt? Da ist ein soft spot unter der Ribcage. Du hast es nicht gewusst? Ich weiß es jetzt. Well done. Okay, dann müssen wir wirklich mit allen mal ein bisschen reden. Ihr könnt teilweise die Texte auch lesen, weil ich werde jetzt einfach mal drüber reden. Ja, Trahörn. Viele mögen ihn nicht, habe ich gemerkt. Die finden ihn irgendwie lästig. Er kann auch ein bisschen ätzend sein. Ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro ist. Die englische, das ist okay irgendwie, aber ein bisschen auch nervig. Und er ist immer noch der Meinung, dass man Ohr retten kann. Oh. Trahörn. Auch ein kleiner Romantiker. Um ehrlich zu sein, wir sind alle irgendwie auf die ein oder andere Weise Romantiker. Glaube ich. Schätze ich. Was meint ihr? Ja? Ja. Gut. Die letzte Person sollte hier oben sein und dann müssen wir noch weiter hoch zu Trahörn. Die hockt einfach, chillt ein bisschen. Ja. Die freut sich auch, dass wir das Ding gewonnen haben und dass wir wahrscheinlich noch vieles sehen werden. Und Trahörn soll ein guter Stratege sein. Naja. Die NPCs sind trotzdem alle in der Mitte gestanden, sind im Gift drin gestanden und er hat einfach nur Befehle gegeben und die haben nicht wirklich so drauf reagiert. Gut, es ist ein Videospiel. Von daher nicht überkritisch sein, nicht überkritisch sein. Trahörn, was gibt's? This is a momentous day. The tide of history has changed, Trahörn. Indeed. Many people doubted. Even the orders weren't truly certain it could be done. Never before has Tyria been so united. Let Orr hear the echo of this battle. We can defeat the dragons. We will. Zaitan waits at the center of Orr, surrounded by a nation of undead. The battle to destroy the dragon will not be easy, but it can be won. There is a ruined fortress at the edge of Orr, south of the Shatterkleft Hills. From that high cliff, you can see the spires of Orr rising beyond the Straits of Devastation. We will take this fort and make it our own. The Pact will rebuild it. We will place our banners, and from there we will strike at the dragon's heart. I will make plans with the leaders of the orders and gather troops at that location.
You deserve some well-earned rest, my friend. Join me when you are ready, and together we will find a way to slay Zaitan. So, dann können wir noch ein bisschen weiter ausfragen. Jedenfalls werden wir dann im Laufe der Geschichte endlich eine gemeinsame Hauptbasis haben und das direkt vor der Meerenge der Verwüstung. Und wie wir hier dann erfahren werden, wir denken uns, überlegen uns, wie wir das Ganze wohl nennen werden. Und da sind wir auf die Idee gekommen, das Ganze Fort Trinity zu nennen. Weil, naja, drei Orden, Trinity, Dreifaltigkeit, Ja, das wird dann unsere Hauptbasis sein. Das Ding ist riesig und ist auch sehr technisch weit fortgeschritten dann. Die Leutchen haben eine ordentliche Arbeit geleistet, aber okay, das war jetzt ein kleiner Spoiler, aber das ist kein riesiger Spoiler. Bitte. Also wenn ihr diese Videos seht, dann schaut ihr euch die wahrscheinlich eh an und Spoiler sind euch nicht so wichtig. Ja, was kann man sonst noch dazu sagen? Die Geschichte, die wird recht interessant, die Episoden, die werden auch teilweise immer länger. Unter 20 Minuten keine Chance, eher so 30 Minuten und aufwärts, weil die Missionen einfach irrsinnig lang sind und so viele Gegnerwellen kommen, die teilweise total unnötig sind. Hier kriegen wir auch endlich so ein Briefchen, das unsere Gildenpunkte erhöht, die wir dann ausgeben können für andere Sachen und Upgrades. Das finde ich toll, dass es sowas auch mal gibt, aber ist ein bisschen selten. Das ist der ganze Loot, den es während der Mission gab. Recht viel, um ehrlich zu sein, recht viel. Wir haben das Ding sofort benutzt und sehen, wir haben insgesamt schon 5000 Einfluss für unsere Gilde ausgegeben. Falls ihr in die Gilde sein wollt, dann schickt mir einfach eine Nachricht in-game und ich lade euch ein. Es ist erst eine Fangilde, die alles Mögliche macht. Hier ist ein Brief, den wir noch gekriegt haben von Traherne. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und wir sollten uns dann beim nächsten Mal in Guild Wars 2 sehen. Bis dann!